Hallo Lieben, ja, ich wollte einen Produkttest machen über diesen neuen Diätknoppers. Und wenn ich ihn finde, mache ich den auch bei Herr JJ. Moin. Kurze Frage, haben Sie meinen Knoppers gesehen? Hm? 9:30? Ach so, nee, ich habe, glaube ich, gestern Abend meinen Knoppers verloren. Ja, nee, ich filme sie nicht, nein. Okay, ja, schönen Tag, vielen Dank, tschüss. Ja, schönen guten Tag, JJ, mein Name. Spreche ich mit der Polizei? Na Gott sei Dank. Ich habe gestern Abend meinen Knoppers verloren. Hallo? Hallo? Hallo, Lieben, ich habe ihn gefunden. Und zwar hier ist er. Der Knoppers von Koba, GUT27. Ich werde mal so ein Bild einblenden gleich. Und zwar, man merkt schon, auf Anhieb, der ist dünner. Auf dem Bild sieht es halt aus wie ein Knoppers mit Nüssen drin. Da mache ich ihn auf, ne? Jo. Ich habe lange danach gesucht. So, Unboxing. Ah, ich habe, da ist wahrscheinlich der Stapler gegen die Toilette gefahren, ne? Ja, die Nüsse kann ich jetzt nicht so erkennen, die vorne drauf waren. Guckt euch das mal an. Aber es sind mehrere Schichten wie beim Knoppers und dann probier es halt mal, ne? Schmeckt nicht süß, aber ich finde, es kommt an das Knoppers gar nicht ran. Also, es ist doch schön aufgemacht mit Waffel. Ich glaube, bei Knoppers sind 3 Waffeln in so einem. Ich glaube, hier sind auch 3 Waffeln drin. Ah. Also, ist okay. Also, wenn man. Wie gesagt, wenn man in der Diät ist und hat Bock auf was Süßes oder auf was Knuspriges, weil da sind ja Waffeln drin, dann ist das völlig okay. Aber es kommt an Knoppers einfach gar nicht ran. Nee, kommt nicht ran. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wollte es ein bisschen lustiger gestalten. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Channel. Ich versuche in nächster Zeit ein bisschen mehr wieder zu machen und ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen. Euer JJ.